Das Thema, das jetzt schon angesprochen wurde, dieses Mäzenatentum und auch die Unternehmer, die sich in Österreich, also du das schon sehr engagieren im österreichischen Fußball. Auch wir hatten auf sportsbusiness.at dazu vor wenigen Wochen, kurz vor der Lizenzabgabe, einen Artikel, die das Konstrukt des LASK, der Freunde des LASK, ein bisschen kritisch beurteilt haben und durchaus die Frage gestellt haben, geht das mit den aktuellen Regeln einher? Wenn man jetzt die Lizenzvergabe hernimmt, dann muss man nicht sagen, offensichtlich ja. Genauso haben wir auch Mäzenaten. Es wurde jetzt schon der WRC angesprochen. Ja, Christian Ebenbauer, vielleicht hier ganz kurz. Braucht es hier Adaptierungen oder ist das Regelwerk so, wie es ist, ausreichend, um diese Vielfalt, die jetzt auch von Herrn Kramer angesprochen wurde, auch ehrlich abbilden zu können? Danke. Erst nochmal Hallo, Michael und Georg. Freut mich, dass wir so zusammenkommen. Das Wichtigste, von der Bestimmung her, also da waren jetzt mehrere Fragen auf einmal. Das Erste ist, wie wird die Bestimmung gemacht? Die Bestimmung ist eine Lizenzbestimmung. Wir haben auch eine Satzungsbestimmung dazu im Übrigen, die auch nicht unwesentlich ist, aber ich will mich jetzt nicht wieder im Detail verlieren. Die bedarf einer Zweidrittelmehrheit in der Hauptversammlung. Sprich, zwei Drittel der ordentlichen und einfachen Mitglieder der Bundesliga müssten eine Änderung beschließen. Das ist aufgrund der Diskussion eben interessant, wie der Markus gesagt hat, in welche Richtung es dann gehen wird, wird aber in diesem Jahr sicher noch Thema werden und auch in den Arbeitsgruppen. Das Zweite ist vom Ablauf her, mir ist wichtig, die Bestimmung, so wie sie jetzt ist, und ich lese sie noch einmal vor, der Zulassungs- bzw. Lizenzwerber muss beherrschenden Einfluss auf die Gesellschaft haben und über die Mehrheit der Stimmrechte an der Gesellschaft unmittelbar verfügen, also der Kapitalgesellschaft, und dass sie in Österreich sitzen muss. Deswegen von den Modellen, die jetzt dahinter stehen oder wie man es darstellen will, es geht eben immer um die darunterliegende Kapitalgesellschaft. Es geht nicht darum, ob der Herr Rieger jetzt der Hauptsponsor ist im Verein selbst, ob das einer ist oder ob das mehrere Freunde sind oder wie die Beteiligungen wieder von oben herab sind. Das Wesentliche dahinter, auch was der Michael gesagt hat, die Entscheidung darüber und trifft natürlich der Senat 5 bzw. Protestkomitee Schiedsgericht in weiterer Folge. Und das ist, glaube ich, auch ein wesentlicher Punkt, den wir alle vergessen. Und so wie es quasi die Judikatur oder der Senat in den letzten 10 Jahren gelebt hat. Es gibt immer um Stimmenmehrheit, es geht nicht einmal um Kapitalmehrheit. Ist übrigens in Deutschland genauso. Also es ist sogar möglich, wenn man laut Bestimmung und laut Beschlussfassung, dass die Kapitalmehrheit über 51% in der Spielbetriebs GmbH von einem Investor ist, solange der Verein mehr als 51% Stimmenmehrheit hat. Ich gebe dem Michael recht, das ist natürlich genauso wie beim Financial Fairplay und bei allen anderen Regelungen, die in die Richtung gehen, die Möglichkeit der Umgehung, auch wie es der Raphael völlig richtig in seinem Beitrag geschrieben hat, ist immer da, beziehungsweise wie das Gremium dann entscheidet, wie die Bestimmung auszulegen ist. Die müssen wir aus meiner Sicht, und das zum Schluss der Frage, aus meiner Sicht auf jeden Fall jetzt beantworten innerhalb der Clubs. Die Clubs selbst machen sich die Regel und müssen wir mit den Clubs diskutieren, in welche Richtung wir künftig gehen wollen. Ob es jetzt eine 50 plus 1 Regelung, wenn man diesen Begriff nehmen will, ist in den Verein hinein oder ob man die 50 plus 1 Regelung wegnehmen will vom Verein in die Kapitalgesellschaft darunter oder ob man beispielsweise, was eben auch der Hauptpunkt aus meiner Sicht in der Diskussion ist, dass man sagt, Bundesliga-Clubs müssen eben gemeinnützige Vereine sein und müssen XY Mitglieder haben, damit sie überhaupt Mitglied in der Bundesliga sein dürfen, was aus meiner Sicht schwierig werden wird, weil es eben, wie der Michael auch richtig gesagt hat, ich glaube, nicht mehr als zwei oder drei gibt, die sich so finanzieren könnten. Und wir dürfen nicht an der Realpolitik oder an der Realwirtschaft vorbeidenken, was möglich ist, damit wir eben Europa, so wie der Raphael richtig gesagt hat, damit wir international konkurrenzfähig sind, aber trotzdem die Werte bewahren in Österreich.